Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Tagessuppe, genau. Ja, ich bin der Sascha und das ist der Pujan. Servus. Pujan ist wieder da und wir haben heute den 20. November. Am 20. November sprechen wir erstmal über das prominente Geburtstagskind. Richtig. Und das prominente Geburtstagskind, danke fürs Rüberrotzen, ist Selma Lagerlöf. Ah, das ist eine Autorin. Richtig, weiter. Kinderbücher hat sie gemacht. Hier, ja, Prost ja. Übrigens. Unser Kaffee. Ja, cheers. Irish Kaffee. Irish Gin Tonic Kaffee. Ja, wir haben keine Gin Tonic Gläser, deswegen... Selma Lagerlöf, geboren 1858 im finnischen Sunne in Schweden. Also eigentlich in Schweden. War eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen in Schweden und hat unter anderem die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson geschrieben. Selma Lagerlöf. Kennst du das noch? Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen davon. Ja. Genau. Wie hieß die Hauptgans? Also die weiße Gans? Erwin Erik. Martin. Martin. Oh, keine Ahnung. Ich wusste, es ist irgendein junger Name. Am 20. November 1947, muss mich korrigieren, ja, heiraten Prinz Elizabeth, Prinz Elizabeth, erzähl einen Scheiß, ehrlich. Also Prinzessin Elizabeth, aha, die Thronfolgerin. Elizabeth. Elizabeth. Ja, und Philip Mountbatten heiraten Herzog von Edinburgh. Prinzessin Elizabeth, also Else die Zweite. Ja, ja, genau, die jetzige Queen. Damals war sie ja Prinzessin noch, Thronfolgerin. Genau. Ja, 1947 haben die geheiratet, die beiden. Das war am 20. November gewesen, also heute. Wusstest du, dass der Philipp aber nicht der König ist, obwohl sie Königin ist? Ja, er ist immer noch Prinz. Da hat er keinen Bock drauf gehabt, hat gesagt. Wir haben hier was zu knabbern übrigens. Braucht es nicht. Blöd, wenn das hier liegt. Mach den Rotz selbst. Ja, hab ich verstanden. Und zwar auf Hessisch hat er das. Hab ich verstanden. Genau. Ja, ist ja gut. Ich wollte einfach nur ein bisschen Background-Wissen rüberbringen. Am heutigen Tag ist Aktionstag und zwar Deutschlands Lebertag. Seit Lebertag? 1999 wurde initiiert durch die Gastroliga e.V. Und ja, da geht es einfach rund um das Thema Leber. Prost. Ja, das war ich doch. Ja, hier mit unserem Gin Tonic sind wir auch genau richtig. Am 20. November 1805 war die Uraufführung der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven. Nee. Also am 20. November. Sag ja nur Leber. Warst du dabei? Leber nicht. Leber nicht. Naja, gut. Lang lebe die Leber. Mhm. So, das war's wieder für heute. Ja. Shoki Banoki, eure Daily Portion Angeberwissen. Schaltet wieder ein. Das nächste Mal bin ich nicht dabei. Sorry. Aber die Nase vielleicht. Vielleicht, mal schauen. Cheerio, Miss Sophie. We'll be right back.